Moin Moin, Servus und Grüß Gott auf meinem Kanal. Wie ihr schon seht, coole Treppenaufgang auch hier nach unten. Ich muss echt vorsichtig sein, das Gebäude ist wirklich schon dem Verfall. Und das Gebäude gibt es schon seit 1909, es ist ein Kurhotel. Ich glaube, es kennen viele Leute und ich wollte mir das mal selber angucken. Im Ersten Weltkrieg haben sie das noch als Lazarett benutzt und verlassen ist es seit 1990. Also 31 Jahre steht es jetzt schon verlassen. Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal runter. Wir müssen auf jeden Fall sehr vorsichtig hier sein. Ich habe schon gesehen hier von außen, da sind schon ein paar Sachen eingekracht. Deswegen vielleicht kommen wir auch nicht überall rein. Könnte aber trotzdem spannend werden.1924 bekam das Kurhotel noch einen Anbau, der als Speisesaal diente. 1946 hat der FDGB, Freier Deutscher Gewerkschaftsbund der ehemaligen DDR, als Erholungsheim genutzt. Ja, Luca und ich werden jetzt auch hier komplett zusammen laufen, weil man merkt schon, die Treppen sind hier komplett weg, ne? Ja. Also das ist alles schon sehr brüchig. Wir müssen hier verdammt aufpassen. Man kommt jetzt hier, ich glaube, das war hier der Eingangsbereich, die Eingangshalle. Aber auch noch hier mit dem Glas drin. Das hätte ich jetzt nicht mehr mit gerechnet, dass hier noch Glas drin ist. Hier auch diese Einfachverglasung. Hier sind noch Tapeten dran. Man sieht noch ein bisschen die Struktur von der Tapete. So ein Blümchenmuster drauf. Also man sieht hier schon auf dem Boden, der Boden existiert hier schon gar nicht mehr. Man spürt hier eigentlich nur noch Erde und da geht es halt links rum, rechts nochmal. Da haben sie den Teil auch zugemauert. Aber guckt euch mal an hier, der ganze Raum, ja, es blättert schon ab. Der Putz ist ab. Man sieht schon den Ziegelstein. Aber oben ist noch Glas drin. Oh, das sieht echt krass aus. Da haben sie auch schon zugemauert. So drei Löcher zugemauert. Wer weiß, was da mal war. Hier sieht man halt, der ganze Fußboden war mal mit Parkett ausgelegt, der sich schon komplett gelockert hat. Ja, und hier ist schon einiges runtergekommen. Hier liegt sogar noch Schnee. Ja, so dieser Rundbogen und diese Türme, das liebe ich ja so. Und wenn vor allen Dingen noch alles so mit Glas drin ist, mit diesem Einfachglas, auch hier wie hier oben, diesen Lichtband, auch sehr cool finde ich das, dass hier die Scheiben noch drin sind. Aber wie das schon alles abblättert hier. Hier sieht man das ganz gut, wie das schon alles abblättert. Und das ganze Holz kommt jetzt hier schon runter. Deswegen müssen wir jetzt auch echt vorsichtig sein. Und da, wo es halt sehr gefährlich aussieht, gehen wir auch nicht hin. Hier sieht man auch schon so einen riesen Wasserfleck, wie das ganze Wasser hier so reintropft. Man hört es auch. Der Raum muss mal richtig cool ausgesehen haben. Man sieht so noch diese Farbkontraste und dass es mal alles so schön gemacht worden ist, so verziert ist da oben. Rosa gestrichen, da oben so ein Rot gestrichen und dann so Rosen drauf oder was das ist. Ja, man kann es kaum noch erkennen, weil das alles eben halt weggammelt. Sieht man das auch, wie sie das damals immer so gemacht haben. Einfach Ziegelsteine gemauert und dann ein paar Balken drauf und dann haben sie den Boden drauf gemacht. Ich finde das auch hier sehr schön gemacht mit den Klinkern, hier so diese Rundbogen. Und dann hattest du hier halt diese drei Eingänge zu diesem Saal gehabt. Es muss auf jeden Fall mal ein schöner Saal gewesen sein. Kann man sich jetzt gar nicht so vorstellen, wenn man das so sieht, dass das jetzt so alles eingekracht ist, dass da oben wahrscheinlich schon so ein Hotelzimmer war, dass die da halt geschlafen haben. Da sieht man halt die ganzen Balken, Bretter einfach nur gemacht. Ja, und jetzt ist alles eingebrochen. Ich denke mal wegen Wasser, weil alles vergammelt. Ja, hier sieht man ja auch noch den Schnee. Schnee wahrscheinlich zu schwer gewesen und dann ist das Ganze hier eingekracht. Man sieht hier von hier hinten, sieht man auf jeden Fall noch die Tapeten an der Wand. Da oben an der Decke sieht man sogar noch einen rostigen Haken. Vielleicht hing da mal so ein schöner Kronleuchter dran. Ich glaube, das ist die Küche oder es war mal die Küche. Hier ist auch schon die Wand weg. Das Dach ist hier eingestürzt. Ich denke mal, weil da drüben war ja der Saal, was ich gefilmt hatte gerade und dass die dann hier von der Küche aus zu diesem Saal hinkommen.
Hier sieht man noch ein bisschen was von der Küche. Vielleicht haben sie hier auch das frisch gezapfte Bier hingestellt. Und dann ging es auch in den Saal, hat ein Kellner das geholt. Hier sind noch Fahrstühle, Waschbecken. Also ich würde mal vermuten, dass das Küche war. Auch so mit den weißen Fliesen dran. Ich hätte jetzt eigentlich so gelbe Fliesen erwartet. Hier oben auch noch die Lampen, die sind schon total verrostet. Boah, sieht das krass aus. Da oben war der Motor drin. Hier rechts sieht man noch einen Sicherungskasten. Und hier ist der eigentliche Fahrstuhl, wo sie dann halt eben das Essen oder Getränke hochgefahren haben. Vielleicht sehen wir das ja oben auch noch. Hier vielleicht auch noch so eine Durchreiche. Sowas liebe ich wieder, solche Gebäude, so richtig verfallen. Ja, überall tropft das Wasser rein, es rostet, die Farbe blättert ab von den Wänden. Das liebe ich immer so an Lost Place. Und dass man noch ein bisschen was findet, zum Beispiel wie die Fahrstühle oder so ein Waschbecken. Ja, ist schon geil. Beeindruckend, auch sehr groß das Gebäude. Hier sehen wir noch ein paar Heizungsrohre hier unten auf dem Boden. Ah, ich sehe hier auf der Fensterscheibe steht Kaffee drauf. Das könnte ja wirklich so eine Cafeteria gewesen sein, wo die hier saßen, hier Kaffee und Kuchen gegessen haben. Wundert mich eigentlich, dass noch so viele Fensterscheiben hier drin sind. Ich finde das eigentlich sehr cool. Die haben sie auch schon so einen Lattenrost hingeschraubt. Boah, Risse. Guck dir mal, wie viele Risse da oben sind, ne? Ja. Ja, überall drauf. Durch die Decke, wenn du so kommst, ja. Von hier. Die Decke biegt ein bisschen durch, deswegen würde ich auch sagen, mal weitergehen. Ah, da, guck mal, da hängt noch ein Kronleuchter. Dass man noch einen Kronleuchter findet hier an der Decke. Hier sieht man auch die ganzen Treppengeländer. Die liegen hier schon brach. Oh ja, sogar noch zwei Waschbecken. Ich weiß auch, dass sie das damals als Luxushotel umbauen wollten. Warum das Ganze nicht mehr stattgefunden hat, weiß ich nicht. Ich habe darüber nichts rausgefunden. Wer dieses Hotel kennt, kann es ja gerne mal in die Kommentare schreiben, warum es nicht mehr weiterging hier oder warum das verlassen ist. Krass, hier hängt sogar noch eine Lampe. Ich bin nur da lang gelaufen. So schnell kann das passieren. Hast du es gesehen? Ja. Ich bin ganz ja, lang gelaufen. Ja, beruhig dich. Ist nichts passiert. Alter. Ja, ja, immer mit Vorsicht zu genießen hier. Ich würde auch sagen, wir halten uns nicht so lange auf. Also Luca hat nicht mal die Wand berührt, hat er gesagt. Und die ist zusammengefallen. Ist klar, wenn hier Erschütterung hier einmal auf ein Geländer auftreten oder so, dann bricht hier halt irgendwas von der Mauer weg. Und hier geht jetzt die Treppe nach oben und wir sind erst beim Überlegen, ob wir jetzt hier hochgehen. Oder doch lieber noch einen anderen Treppenaufgang suchen. Also hier hochgehen? Das ist zu gefährlich. Das ist ja schon alles runtergekommen. Ne? Ich hoffe, wir kommen noch hoch. Da oben hängt sogar noch eine Klingel. Hier aus Holz, noch schön alles aus Holz gemacht damals. Könnte ein Sicherungskasten gewesen sein. Ich denke mal, das gehört auch noch ein bisschen zur Rezeption oder so. Hier sieht man auch noch einen Schrank, der in der Wand eingelassen ist. Und hier können wir wirklich damals auch die Hotelschlüssel gehangen haben. Hier sind lauter Haken, stehen aber keine Nummern mehr drauf. Doch, da stehen noch Nummern drauf. 616, hier stehen überall noch Zahlen drauf. Aber alles schon so verblichen von dem ganzen Wasser, von der ganzen Feuchtigkeit. Dass hier so Unterlagen drin waren für die Verwaltung, für das ganze Hotel. Wie gesagt, hier war ja auch mal der Eingangsbereich. Da konnten sie hier auch durchgehen zur Rezeption. Man kann sich das ja gar nicht mehr so vorstellen.
wie das mal ausgesehen hat hier. Weil hier sieht man auch gar nichts mehr. Hier sind wir übrigens vorhin gestartet, hier in dieser großen Halle. Dann sind die hier durchgegangen und das könnte wirklich sein. Guck mal, das haben sie zugemauert oder irgendwas hing da, vielleicht auch Bilderrahmen. Hier war die Rezeption. Ja, der Haupteingang, was ich ja vorhin auch schon mal gefilmt habe. Ich habe übrigens gerade noch gesehen, hier hängt auch noch ein Kronleuchter dran. Und dann sind die Leute hier reingekommen und haben sich hier eingecheckt. Und da der Raum drüben ist halt so für die Rezeptionverwaltung gewesen. So, Luca ist schon einen Stockwerk höher. Ich folge ihm mal auf den Stufen, die hier auch schon echt abgerockt sind. Beim Hochgehen sieht man schon, ja, wieder ein Loch. Hier geht der nächste Treppenaufgang hoch. Man sieht Treppengeländer liegt hier schon daneben. Ah, es ist sehr grenzwertig, ob wir hier auch gleich nochmal hochgehen. Aber hier kommt richtig Licht rein gerade und Luft. Richtig schön, ja. Also es ist normale Luft hier, ne? Und man so ein bisschen so den Lost Place Geruch hat man. Und Feuchtigkeit. Feuchtigkeit ist klar. Aber krass. Und schön ruhig hier. Hier zum Beispiel auch noch ein Zimmer, wo auch der ganze Putz schon abgefallen ist. Auch wieder ein Kronleuchter. Und da ging es auch mal ja, so zum Wettergarten raus. Ihr seht da auch schon alles zusammengestürzt. Ich gehe hier auch nicht rein. Hier kann man sich das Bild nicht so vorstellen, dass hier ein Doppelbett war. Weil hier ist so ein Lichtschalter, hier hängt bestimmt so eine Lampe dran. Hier auch in der Mitte. Und dann rechts nochmal. Ja, hier ist noch der Putz dran. Ob hier mal so ein Bilderrahmen dran war, weil hier so ein rostiger Nagel noch dran hängt. Hier aus dem Bett hüpfen, frühstücken, Kaffee, Croissant mit Erdbeermarmelade und dann hier auf den Windfang spazieren oder hinsetzen und dann den Tag relaxen und schön die Aussicht genießen. Also ich denke mal, damals gab es ja auch so Vorschriften, wie zum Beispiel hier sehen wir noch so einen Feuerwehrkasten, wo ein Feuerwehrschlauch drin hing. Aber ich glaube, dass die so Rauchmelder und sowas damals nicht besaßen. Vielleicht kann es ja auch wieder dazu führen, dass die ja neue Richtlinien haben wegen Feuerschutz, dass es halt gar nicht mehr möglich war. Ja, wie gesagt, ich weiß ja nicht, weswegen das mal, ja, ob das Insolvenz ging oder... Ja, ich weiß es halt nicht. Also wie gesagt, ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst. So, wir gehen auf jeden Fall mal weiter. Ich sehe da auch schon wieder so einen coolen Raum. Auch wieder so mit so einem Kronleuchter dran. Oh, krass. Hier wieder zwei Treppenaufgänge mit rotem Geländer. Oh, das sieht aber auch schon wieder aus, ob da hier gleich was runterkommt. Und der Kronleuchter. Ich bin mal gespannt, wo es da wieder hingeht, aber ihr seht, ja, das ist sowas von riskant, hier lang zu gehen. Guck mal, da ist er auch schon. Die Pflanzen, ja, die Natur holt sich alles wieder. Da seht ihr, wie dass das schon zusammengebrochen ist. Oh, ich habe mich sogar verzählt. Hier sind drei Treppenaufgänge. Hat man gar nicht so richtig gesehen, weil man echt vorsichtig sein muss. Ich glaube, das verkneifen wir uns auch, hier in den Räumen reinzugehen. Seht ihr das? Ich glaube, da drunter war auch der Saal gewesen, den ich vorhin gefilmt habe. Da seht ihr auch schon die Mauer, wie die da weggebrochen ist. Oh, da ist sogar noch ein Vogel drin. Also das ist viel zu gefährlich, dahin jetzt weiter zu gehen. Ich will ja mein Leben hier nicht riskieren. Außerdem wollt ihr ja bestimmt noch weitere Lost Place Videos sehen. Deswegen lieber vorsichtig sein und vernünftig sein und lieber was anderes suchen. Also wir haben jetzt aber schon viel entdeckt. Hier von der Struktur her ist das Zimmer auch kleiner. Das könnte auch ein Einzelzimmer gewesen sein. Die haben hier in den Ecken immer dann halt das Badezimmer gehabt. Hier hängt sogar noch, ja, die legendären Plastikschränke, wo halt die ganzen Sachen drin waren, zum Beispiel Zahnputzbecher, Rasierapparat. Hier Waschbecken hängen dann dran, eine Steckdose noch. Ja, wenn du mit dem Kopfende hier geschlafen hast, immer den Blick zu dem Windfang nach draußen. Hier hängt sogar noch Gardinen dran. Also ist schon schön. Finde ich. Hier hatten die dann auch zwei Türen gehabt für das Zimmer.
Ich denke mal, weil hier der Treppenaufgang ist, dass es hier immer ein bisschen lauter war. Jetzt waren wir hier in den rechten Flügel noch nicht. Jetzt gehen wir hier nochmal lang. Da in der Ecke steht noch ein Sessel. Da vorne geht es wahrscheinlich hoch. Und hier haben wir das gleiche Trauerspiel. Der Bogen ist hier auch durch. Also hier rüber zu gehen, werden wir hier auch nicht riskieren. Wir gehen mal ein Stockwerk tiefer und versuchen da mal irgendwie vom Treppenhaus irgendwo nochmal hochzukommen. Von hier so nach draußen guckt und wenn man die Steinstruktur sieht, dann sieht das wirklich aus wie so eine Ritterburg. Was mir vorhin unten aufgefallen ist in der Etage, dass sie hier immer so einen Rundbogen haben. Der ganze Putz ist ja jetzt hier weg, die Tür ist raus. Jetzt sieht man das hier zum Beispiel hier oben auch. Das haben die damals wohl anders noch gehabt. Und dann später umgebaut als Hotel, Tür rein, der Bogen war dann komplett verschwunden. Aber jetzt, weil der ganze Putz zusammengebrochen ist, sieht man das ganz gut nochmal hier. Und die Stromleitung sieht man auch noch ganz gut, wie sie hier so gerade lang geht. Ins Zimmer rein und dann den Flur entlang. Hier sieht man auch noch ein bisschen Struktur von der Tapete. Wir haben uns doch mal eben gewagt, hier rauf zu gehen und da sieht man auch noch einen coolen Treppenaufgang. Das ist irgendwie so lustig, alles zusammengefallen hier und die Toilettenschüssel steht da so einsam im Raum. So, ich habe mich gewagt, jetzt hier rüber zu gehen. Jetzt gehen wir hier mal die Treppen hoch, ganz vorsichtig. Ich glaube, das wird mich noch aushalten. No risk, no fun. Man ist einfach zu neugierig. Was wir jetzt hier noch finden. Oh ja, guckt euch das an. Hier ist schon alles eingebrochen. Ich traue mich jetzt auch gar nicht so weiter. Ich gehe am besten nur bis hier hin. Ich denke mal, das wird so eine Aufsichtsplattform gewesen sein, wo sie halt nochmal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken konnten, die Aufsicht genießen oder vielleicht waren hier auch liegen oder dass sie hier halt eben auch Feste gefeiert haben. Bei dem Boden kann man sich das jetzt gar nicht so vorstellen. Ja, und deswegen werde ich auch hier nicht reingehen. Aber auch alles aus Holz gemacht, der ganze Fußboden. Die Scheiben sind noch alle drin. Hier haben sie dann auch ein Stahlgerüst gebaut. Alles mit Brettern oben drauf. Aber finde ich cool, so ja, das ganze Glas mit den blauen Scheiben da noch drin. Ich glaube, hier geht es noch weiter. Hier ist noch so ein Turm. Da werde ich mich noch drauf begeben. Ich glaube, das ist auch das Letzte, was ich hier machen werde. Ganz vorsichtig. Ja, der Treppenaufgang ist auf jeden Fall sicher. Die machen einen guten Eindruck. Und hier, kein Plan, was das jetzt hier sein soll. Dass man Wassertank war oder? Gute Frage. Hier kann man auf jeden Fall rausgehen. Hier ist noch so ein Balkon. Und hier kann man auch die Aussicht genießen. Echt über.
überall aufpassen. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, schaut auf Instagram vorbei, innecase-fashion.de, schaut auch bei Luca vorbei, alles unten in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video auch gefallen hat, auch in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, abschalten jetzt.